Hey, look. Ja, was? Spezielles Rennen heute. Das ganze, ja. Die ganze zweite Hälfte vom Rennen mit dem Nino gefahren, aber nicht zweiter geworden am Schluss. Was ist da genau passiert? Der Nino hat die Kette verrissen. Ich war selber auch hinten und wir sind fast gleichzeitig wieder gestartet, auch aus der Tech-Zone. Ich bin von hinten gekommen. Und ich bin dann nachher, mit ihm eigentlich, ja, zwei Drittel vom Rennen können fahren. Und es war noch, ja, noch speziell, gewesen, mal zu sehen, wie er fährt. Weil er ist sehr aggressiv gefahren, weil er hat gleich irgendwie noch Chance gesehen, vorzukommen. Weil der Rückstand ist nie richtig gross gewesen, ist zwischen 40 und 30 und 40 Sekunden gewesen. Und darum hat er gepusht und gemacht und da. Und das, eben, wie gesagt, das stimmt mir ehrlich positiv. Ich noch einmal, ehrlich, bis ganz am Schluss, wo er natürlich vielleicht ein taktische Sachen probiert zu machen, weil er hat gesehen, dass es ums Podium geht vorne. Und vor allem, weil der andere ihn dort gefahren ist und er ihm nicht hat irgendwie Brosse gefährden. Cool. Also, zwei Wochen, Val di Sole, Andorra. Genau. Jetzt geht es erst richtig los.